Hallo, in diesem Tutorial geht es um den Wickeln-Deformer von Cinema 4D. Wir stellen dazu ein Ebenenobjekt, haben dieses selektiert, drücken die Umschalttaste und rufen unseren Wickeln-Deformer auf. Wir sehen, dass dieser erstmal falsch platziert wurde und wir ihn erstmal um 90 Grad drehen müssen, um hier eine saubere Deformation zu bekommen. Wenn unser Wickeldeformer nun außerhalb unseres Objektes steht, können wir ihn hier wieder, wie in den meisten Deformern, über das Überobjekt anpassen, Eigen hier wieder auf unser Objekt perfekt setzen. Gut, schauen wir uns hier einmal die Objektattribute an. Wir haben hier einmal die Weite des Deformers, die wir einstellen können, unsere Höhe und eben den Radius. Dann gibt es zwei Wickelmöglichkeiten, einmal zylinderförmig, wie das hier eingestellt ist. Dann können wir eben einen Startwert für die Länge festlegen und einen Endwert für die Länge. Dann haben wir eben die Möglichkeit, das Ganze auch noch auf kugelförmig zu stellen. Hier haben wir auch wieder die Möglichkeit, den Startwert für die Länge anzugeben und den Endwert für die Länge. Und zusätzlich dazu haben wir eben noch eine Breite für den Start und ein Endwert für den Start. Dann haben wir die Möglichkeit, unser Ende zu verschieben, wie wir das hier sehen, und eben hier noch einmal den Spannungswert, den wir, wenn wir ihn auf 100% gesetzt haben, voll ausnutzen und wenn wir ihn auf 0% setzen, eben unser Objekt komplett entspannt ist. Also im Prinzip, wie stark soll unser Deformer hier auf das Objekt wirken? Gut, schauen wir uns hier mal ein Anwendungsbeispiel an. Wir haben hier einen Augapfel und dieser ist ein normales Polygonobjekt, das hier nochmal von einem FFD-Deformer in Form gebracht wurde. Und darunter haben wir unser Augenlid, was dieses blaue hier ist. Das ist einfach eine normale Ebene, die durch einen Wickeldeformer, der kugelförmig eingestellt ist, deformiert wird. Und wir haben hier nochmal zusätzlich eben ein Kleidungsoberflächenobjekt, das hier die Ebene nochmal 1 cm dick macht. Und wir können nun über diesen Deformer unser Augenlid animieren, indem wir eben hier für die Länge Start und für die Länge Ende einen Wert angeben. Diesen können wir zum Beispiel mit einer Expresso-Schaltung verknüpfen und somit in unser Rig für den Charakter einbinden. Ja, das war's soweit zum Wickeln-Deformer. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Tutorials und bis dann!